Wir wollen uns in diesem Video mit dem sogenannten Skalarprodukt beschäftigen. Dabei handelt es sich um ein mathematisches Werkzeug, mit dem wir Winkel zwischen zwei Vektoren untersuchen können. Aber bevor wir jetzt uns beliebige Winkel anschauen, gucken wir uns einen Spezialfall an. Und zwar möchte ich zwei Vektoren haben, ein Vektor a und ein Vektor b. So, Vektorpfeile nicht vergessen, die senkrecht zueinander stehen. Die sollen beliebig sein, deshalb soll der Vektor a folgende Einträge haben: a1, a2 und a3. Das sind einfach irgendwelche beliebige Zahlen. Und entsprechend b soll die Einträge b1, b2 und b3 haben. Zusätzlich möchte ich noch einen Vektor betrachten, und zwar einen Vektor, der von der Spitze des Vektors b in Richtung Spitze von Richtung a geht. Diesen Vektor möchte ich c nennen, und dann haben wir einen Vektor c mit den Einträgen c2 und c3. Diese Vektoren stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander, und zwar, wenn wir uns entlang des Vektors b bewegen und dann des Vektors c, landen wir am selben Punkt, als wenn wir vom Richtung Vektor a gegangen wären. Das heißt, dass wir den Vektor a ausdrucken können als die Summe des Vektors b und c. Wir können diesen Ausdruck noch umformen, ein b auf beiden Seiten abziehen und bekommen einen Ausdruck für c. Das ist nichts anderes als a minus b, beides vektorwertig. Das heißt, ich brauche gar nicht die Zahlen c1, c2 und c3. Ich kann direkt schreiben a1 minus b1, a2 minus b2 und a3 minus b3. Da das Dreieck ein rechtwinkliges Dreieck ist, gilt auch der Satz des Pythagoras. Der Vektor c ist sozusagen die Hypotenuse. Und wenn ich die Länge des Vektors c nehme und diese quadriere, bekomme ich das gleiche, als wenn ich die Längen von a quadrieren würde und die Länge von b und die dann auch addieren, und die dann addieren würde. Dann haben wir: das Quadrat über die Hypotenuse ist gleich der Summe der Quadrate über die Katheten. So, nun wollen wir diese Längen ausrechnen. Das wird ein ziemlich langer Ausdruck. So, wir quadrieren, und zwar die Länge von c. Bedeutet, wir ziehen die Wurzel aus der Quadrate der Einträge von c, und der erste Eintrag von c ist a1 minus b1. In Klammern zum Quadrat, plus der zweite Eintrag von c ist a2 minus b2, auch zum Quadrat, plus der dritte Eintrag von c, a3 minus b3 zum Quadrat. Die rechte Seite ist etwas einfacher. Wir quadrieren die Länge von a, das heißt, da kommen die Einträge von a jeweils zum Quadrat und dann aufaddiert, plus analoge Vorgehensweise für den Vektor b, b1 zum Quadrat plus b2 zum Quadrat plus b3 zum Quadrat.
Das Schöne an dieser Stelle ist, dass wir Wurzeln haben, die quadriert werden. Das heißt, dass sich die Wurzel gegenseitig, das heißt, dass sich die Wurzel und das Quadrieren gegenseitig aufheben. Und die inneren Klammern auf der linken Seite, das ist eine Differenz, die quadriert wird, die können wir mit Hilfe der zweiten binomischen Formel berechnen. Das Quadrieren und die Wurzel ist weg. Was bleibt ist also a1 zum Quadrat nach der binomischen Formel minus 2 mal a1 mal b1. Plus b1 zum Quadrat. Die zweite und dritte Klammer können wir analog notieren. Das ist a2 zum Quadrat minus 2 mal a2 mal b2 plus b2 zum Quadrat. Und die dritte Klammer a3 zum Quadrat minus 2 a3 b3 plus b3 zum Quadrat, und das ist nichts anderes als a1 zum Quadrat plus a2 zum Quadrat plus a3 zum Quadrat plus b1 zum Quadrat plus b2 zum Quadrat plus b3 zum Quadrat, dass sich auch hier die Wurzel und das Quadrieren aufgehoben haben. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass auf der linken Seite ein a1 zum Quadrat vorkommt und auf der rechten Seite entsprechend a2 zum Quadrat kommt auch hier vor. a3 zum Quadrat finden wir auf der linken Seite hier. Das heißt, wir können auf beiden Seiten a1 zum Quadrat, a2 zum Quadrat, a3 zum Quadrat abziehen. Die würden sich also gegenseitig aufheben. Spielen für uns also keine Rolle. Und analog die Einträge mit b1 zum Quadrat finden wir hier, b2 zum Quadrat ist auch hier und b3 zum Quadrat finden wir hier. Übrig bleibt auf der linken, auf der rechten Seite die 0 und minus 2 a1 mal b1 minus 2 a2 b2 minus 2 a3 b3. Und das sieht schon deutlich freundlicher aus. Was wir noch machen ist, wir klammern eine minus 2 aus, weil es in allen Summanden vorkommt. Wir bekommen minus 2 a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. Und das Ganze soll 0 sein. Wir können an dieser Stelle auch durch minus 2 teilen. Was bleibt ist dann a1 mal b1 plus a2 b2 plus a3 b3 ist gleich 0. Da alle Schritte Äquivalenzumformungen waren, bedeutet das, dass wenn die Vektoren a und b senkrecht zueinander stehen, folgendes gilt: Wir multiplizieren die Einträge miteinander, den ersten Eintrag von a mal den ersten Eintrag von b plus den zweiten von a mal den zweiten von b und plus den dritten von a mal den dritten von b. Wenn das Ganze 0 ergibt, stehen die Vektoren senkrecht zueinander. Und dieser Ausdruck hier, a1 mal b1 plus a2 plus b2 plus a3 mal b3, ist so eine schöne Formel, dass sie sogar einen eigenen Namen bekommt. Wir schreiben es kurz als Vektor a mal, also so ein Punkt hier, Vektor b und nennen das Ganze Skalarprodukt. Und zwar von a und b.
Wir wollen jetzt das Skalarprodukt formal definieren. Schreiben wir also eine Definition. Wir brauchen zwei Vektoren, also seien ein Vektor a und ein Vektor b. Ich schreibe jetzt hier, dass sie dreidimensional sind. Man könnte aber genauso zweidimensionale Vektoren nehmen oder siebendimensionale, das spielt an dieser Stelle gar keine Rolle. Und wir schreiben noch, welche Einträge sie haben. Also der Vektor a hat die Einträge a1, a2 und a3. Und der Vektor b hat die Einträge b1, b2 und b3. So, dann nennen wir unsere Operation a mal b. Und wie man diese Operation ausführt, man multipliziert die Einträge zeilenweise und addiert sie anschließend. Und dann kommt der Name davon. Das ist das Skalarprodukt. Und zwar von A und von B. So, machen wir ein kleines Beispiel. Wir nehmen den Vektor A mit den Einträgen 1, 2, 6 und den Vektor B mit den Einträgen 3, 5 und 4. Dann ist das Skalarprodukt von A und B nichts anderes als die 1 mal die 3 plus 2 mal die 5 plus die 6 mal die 4. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, müssen es 37 sein. Und was wir noch gesehen haben in unserer Herleitung ist, wir können etwas über die orthogonalen Vektoren sagen und definieren jetzt einen Satz, den wir zuvor bewiesen haben. Orthogonalität. Und zwar, wenn wir zwei Vektoren haben, also wieder seien A und B Vektoren. Auch hier schreibe ich, dass sie dreidimensional sind, obwohl man auch eine andere Dimension nehmen könnte. Dann gilt Folgendes. Wenn das Skalarprodukt von A und B gleich 0 ist, dann ist es äquivalent, also gleichwertig zu der Aussage, dass A und B senkrecht zueinander stehen. So, das Zeichen für senkrecht. Als Beispiel nehmen wir die Vektoren A und B, die wir in dem obigen Beispiel hatten. Sie sind nicht orthogonal. Da A mal B 37 ist. Nehmen wir aber andere Vektoren, zum Beispiel C mit den Einträgen 3, 2, 1. Und den Vektor D mit den Einträgen minus 1, minus 4 und 11. Dann ist das Produkt von C und D, beide Vektoren, 3 mal minus 1 plus 2 mal minus 4
plus 1 mal 11. Das ist nichts anderes als minus 3 minus 8 plus 11. Das bedeutet, das Produkt, das Skalarprodukt von C und D ist gleich 0. Und nach dem obigen Satz sind die Vektoren C und D senkrecht zueinander. Eine weitere besondere Lage zweier Vektoren ist, wenn sie parallel zueinander sind. Und auch hier nehmen wir die Vektoren a mit den Einträgen a1, a2, a3 und Vektor b mit den Einträgen b1, b2 und b3. Die sollen parallel zueinander sein. Wir müssen aber an dieser Stelle zwei Felder betrachten, und zwar einmal Vektor a, der gleichgerichtet ist zu dem Vektor b, und die weitere Situation, dass ein Vektor a einem Vektor b entgegengesetzt ist. Wir versuchen beide Fälle nebeneinander zu betrachten. So, da der Vektor a und der Vektor b gleich ausgerichtet sind, gilt Folgendes: Es muss eine Zahl geben, die positiv ist, also größer 0, mit folgender Eigenschaft, dass der Vektor a gleich k mal Vektor b ist. Also es muss eine Skalierung geben, eine Zahl k. Wenn ich Vektor b mit dieser Zahl multipliziere, erhalte ich das gleiche, wie was Vektor a ist. So, dann schreiben wir ein Vektorprodukt, Skalarprodukt, a mal b. Ich kann a ersetzen durch k mal b. Schreibe ich das mal. K mal Vektor b. Und jetzt kommt das Malzeichen des Skalarproduktes mal Vektor b. Es ist nichts anderes als k, ist diese Zahl. Und jetzt schreibe ich in Klammern das Skalarprodukt von b mal b. Das bedeutet, ich muss den Eintrag von b mit dem Eintrag von b multiplizieren, plus den zweiten Eintrag von b mal den zweiten Eintrag von b, plus den dritten Eintrag von b mal den Eintrag von b. Also b1 mal b1 plus b2 mal b2 plus b3 mal b3. Das ist nichts anderes als das Skalarprodukt, ne, nach der Definition. Vektor b mal Vektor b ist b1 mal b1 plus b2 mal b2 plus b3 mal b3. So, gleiche Zeichen nicht vergessen. Das heißt, es ist k mal b1 mal b1 ist b1 zum Quadrat, b2 mal b2 ist b2 zum Quadrat und b3 mal b3 ist b3 zum Quadrat. So, jetzt schreiben wir etwas, was auf den ersten Blick etwas komplizierter aussieht. Und zwar ziehe ich die Wurzel und quadriere gleichzeitig. Ich verändere nichts.
b1 Quadrat plus b2 Quadrat plus b3 zum Quadrat. Es ist dadurch aber interessanter geworden, weil was hier drin steht, ist die Wurzel aus b1 zum Quadrat plus b2 zum Quadrat plus b3 zum Quadrat. Das ist nichts anderes als die Länge von dem Vektor b. Das heißt, wir haben k mal die Länge des Vektors b und dann noch zum Quadrat. Jetzt schreibe ich es wieder etwas anderes. Das ist das gleiche wie Vektor k, wie k mal Vektor b, beziehungsweise seine Länge mal die Länge des Vektors b. So, jetzt müssen wir ganz genau hinschauen. Wir haben die Länge des Vektors b und der wird multipliziert mit einer Skalierung, die eigentlich für die Folgendes gilt. K mal b ist Vektor a. Da k eine positive Zahl ist, ist k mal die Länge des Vektors b nichts anderes als die Länge des Vektors a. Ja, das heißt, Skalarprodukt von a und b ist das gleiche wie das Produkt der Längen von a und b. Und zwar für den Fall, jetzt schreibe ich ein Zeichen, das es eigentlich formal nicht so gibt. Also damit möchte ich andeuten, dass die Vektoren a und b parallel zueinander sind und gleich ausgerichtet. Und wenn das ist, dann ist das Skalarprodukt von a und b gleich dem Produkt der Längen von a und der Länge von b. Wenn die Vektoren aber entgegengesetzt ausgerichtet sind, muss es auch ein Skalar geben, also eine Skalierung. Das aber kleiner als 0 ist, sodass a gleich k mal Vektor b ist. Nun schreiben wir auch hier ein Skalarprodukt von a und b. A kann ich wieder durch k mal b ersetzen. Und b lasse ich stehen. Und jetzt gehen wir erstmal lange völlig analog vor. Wir schreiben die Definition des Skalarproduktes. B1 mal B1 plus B2 mal B2 plus B3 mal B3. Und auch hier fassen wir das Ganze zusammen zu Quadraten. B1 Quadrat plus B2 Quadrat plus B3 Quadrat. Und auch hier möchte ich quadrieren und gleichzeitig die Wurzel ziehen. So, wir quadrieren die Wurzel aus b1 zum Quadrat plus b2 zum Quadrat plus b3 zum Quadrat. Und auch das ist nichts anderes als k mal die Länge des Vektors b zum Quadrat, was wiederum k mal die Länge des Vektors b multipliziert nochmal mit der Länge des Vektors b. Hier müssen wir aber darauf achten, dass k eine Zahl ist, die kleiner ist als 0. Das bedeutet, dass dieser Skalierungsfaktor mal die Länge des Vektors b nicht die Länge des Vektors a ergibt, sondern das Negative dieser Länge. So, und das möchte ich jetzt folgend notieren. Wenn a und b entgegengesetzt sind, dann gilt Folgendes. A mal b Skalarprodukt ist gleich das Negative von die Länge von a mal
die Länge von b. Ich merke gerade, dass ich mich verschrieben habe. Das muss natürlich Skalarprodukt heißen. Damit wir mit Hilfe des Skalarprodukts allgemeine Winkel in den Griff bekommen, brauchen wir noch eine weitere Eigenschaft des Skalarproduktes, und zwar das sogenannte Distributivgesetz. Diesmal möchte ich drei Vektoren betrachten, einmal den Vektor a mit den Einträgen a1, a2 und a3, Vektor b, b1, b2, b3 und Vektor c mit den Einträgen c1, c2 und c3. Und mich interessiert auch die Summe beider Vektoren, der Vektoren b und c. Die hat die Einträge b1 plus c1, b2 plus c2, b3 plus c3. Was wir ausrechnen wollen, ist das Skalarprodukt vom Vektor a mal die Summe der Vektoren b und c. Nun wenden wir die Definition des Skalarproduktes an. Das ist nichts anderes als der erste Eintrag von a mal dem Eintrag von b plus c, das heißt b1 plus c1. Für den zweiten Summanden passiert mehr oder weniger das gleiche, a2 mal b2 plus c2 plus a3 mal b3 plus c3. Das können wir ausmultiplizieren, a1 mal b1 plus c1 in Klammern ist a1 mal b1 plus a1 mal c1. In der zweiten Klammer passiert Ähnliches, a1 mal b2 plus a2 mal c2 und auch die dritte Klammer hier wird uns nicht überraschen, das ist a3 mal b3 plus a3 mal c3. So, jetzt wollen wir ein bisschen aufräumen. Alles, was die Form hat, a mal b, also diesen Summanden, den hier und diesen, schreiben wir nebeneinander. Das ist a1 mal b1 plus a2 mal b2 plus a3 mal b3. Das ist nichts anderes als das Skalarprodukt von den Vektoren a und b. Und was übrig bleibt, ist a1 mal c1. Plus a2 mal c2 plus a3 mal c3. Und diese drei Summanden ergeben nichts anderes als a mal b, beides Vektoren. Das heißt, a mal die Summe von b und c ist nichts anderes als a mal b Skalarprodukt plus Skalarprodukt von a mal c. Schreiben wir das in eine Zeile. A mal die Summe von b plus c ist nichts anderes als die Summe von a mal b. Ja, ganz wichtig, das ist Skalarprodukt hier. Plus a Skalarprodukt c. Nun wollen wir uns endlich mal beliebige Winkel zwischen zwei Vektoren angucken.
Und zwar nennen wir einen Winkel Alpha, der zwischen den Vektoren a und b sich befindet. Auch hier werden wir zwei Fälle unterscheiden müssen. Und auch die werden wir nebeneinander betrachten, weil sie sehr ähnlich sind. Und zwar wollen wir einmal den Winkel Alpha so wählen, dass da zwischen dem Wert 0 Grad und 90 Grad liegt. Und einmal wollen wir Alpha zwischen 90 Grad und 180 Grad betrachten. Und jetzt eine Skizze dazu. Wir haben einmal den Vektor A und einmal Vektor B. Dazwischen liegt der Winkel Alpha. Und wir basteln uns noch zwei weitere Vektoren, und zwar einmal den Vektor B. B parallel, der verläuft parallel zum Vektor A, und einen Vektor B senkrecht. So, das ist der hier. Der soll senkrecht zum Vektor A liegen. So, dann entsteht hier ein rechtwinkliges Dreieck, und es passiert noch Folgendes. Wir haben den Vektor B, den wir als Summe der Vektoren B parallel und des Vektors B senkrecht ausdrücken können. Denn wenn wir entlang des Vektors B gehen, landen wir an demselben Punkt, als wenn wir entlang des Vektors b parallel und dann des Vektors b senkrecht uns bewegen würden. Da das hier ein rechtwinkliges Dreieck ist, geht Folgendes: Wenn wir die Länge des Vektors b parallel nehmen und diese durch die Länge des Vektors b teilen, teilen wir die Ankathete des Winkels Alpha durch die Hypotenuse. Und das ist nichts anderes als der Cosinus des Winkels Alpha. Das können wir umformen, indem wir mit der Länge des Vektors b multiplizieren. Das heißt, b parallel, die Länge davon ist die Länge von b mal Cosinus Alpha. Nun schauen wir uns A-Skalarprodukt B. Es ist nichts anderes als A. Und jetzt nutze ich die Eigenschaft, dass ich B als Summe von B parallel plus B senkrecht hinschreiben kann. Jetzt kommt das Distributivgesetz. Ich kann A mal B parallel multiplizieren, heißt Skalarprodukt, plus A Skalarprodukt B senkrecht. Und das Gute daran ist, jetzt habe ich eine Situation, die ich schon kenne. Ich kann ja eine Aussage über Skalarprodukt zweier Vektoren, die parallel zueinander sind. Wenn man sich das sogar anschaut, sind sie sogar gleich ausgerichtet. Das heißt, ich kann einfach die Längen beider Vektoren miteinander multiplizieren. Und die Vektoren a und b senkrecht, die stehen senkrecht zueinander. Das heißt, dass das Skalarprodukt der beiden gleich 0 ist. Den Ausdruck b parallel, die Länge davon, kann ich auch als
die Länge von b mal Cosinus Alpha schreiben. Es ist nichts anderes als die Länge von a mal die Länge von b mal dem Cosinus des Winkels zwischen den beiden Vektoren. Und angefangen haben wir mit dem Skalarprodukt. Also a Skalarprodukt b beides Vektoren ist das gleiche wie die Länge von a mal die Länge von b mal der Cosinus des Winkels zwischen den beiden Vektoren. So, jetzt Alpha zwischen 90 und 180 Grad. Wir starten wieder mit einem Vektor a. Und Vektor b, der soll größer sein als 90 Grad, zum Beispiel so einer. Das ist der Vektor b. Und dazwischen liegt ein Vektor alpha, Winkel alpha. So, auch diesen Vektor b wollen wir als Summe zweier Vektoren hinschreiben, und zwar eines Vektors, der parallel zu a verläuft. Das wäre der Vektor b parallel. Und dann brauchen wir noch einen Vektor, der senkrecht zu a verläuft. Und der hier ist b senkrecht. Und auch hier gilt Folgendes: b ist nichts anderes als die Summe aus b parallel plus b senkrecht. Was sich aber geändert hat, ist der Winkel hier. Der hier ist nicht Alpha, sondern 180 Grad minus Alpha. Bedeutet, dass wenn wir hier das rechtwinklige Dreieck betrachten, ist die Länge von b parallel geteilt durch die Länge von b der Cosinus von diesem Winkel hier, also von 180 Grad minus Alpha. Und wenn wir uns an das Wissen über die Cosinusfunktion erinnern, wissen wir, dass Cosinus von 180 Grad minus Alpha nichts anderes ist als minus der Cosinus von Alpha. Das heißt insgesamt, dass b parallel die Länge nichts anderes ist als minus die Länge von b mal Cosinus von Alpha. So, nun berechnen wir das Skalarprodukt. A mal b Skalarprodukt ist nichts anderes als a. Jetzt teilen wir b in b parallel und b senkrecht auf. Und erhalten nach dem Distributivgesetz a mal b parallel plus a mal b senkrecht. A und Vektor b parallel sind entgegengesetzt. Das heißt, dass a mal b parallel das negative von Produkt der Länge von a mal die Länge von b parallel ist. A und b senkrecht sind senkrecht zueinander. Das heißt, dass das 0 ist. Und jetzt kann ich ein Gleichheitszeichen schreiben. Und wir bekommen Folgendes. Einmal minus die Länge von a mal, jetzt ersetze ich die Länge von b parallel durch
minus b mal Cosinus Alpha, beziehungsweise minus die Länge von b mal Cosinus Alpha. Das bedeutet, wir bekommen noch ein Minus dazu. Aus dem Minus wird hier Plus. Das heißt, auch für Winkel, die zwischen 180 Grad und 90 Grad liegen, gilt folgende Aussage: Das Skalarprodukt von Vektor a und Vektor b ist gleich dem Produkt der Längen von a und b mal Cosinus von Alpha. Fassen wir das, was wir gesehen haben, in Form eines Satzes zusammen. Es geht um Winkelbeziehungen. Und zwar, wenn wir zwei Vektoren haben, also seien a und b Vektoren, auch die sollen dreidimensional sein in diesem Satz. Allgemein spielt das aber gar keine Rolle. Man könnte es genauso für zweidimensionale oder mehrdimensionale Vektoren hinschreiben. Und dann der Winkel Alpha soll ein Winkel zwischen den Vektoren b und a und b sein. Das ist jetzt eine Schreibweise für den Winkel zwischen a und b sein. Dann gilt Folgendes. A Skalarprodukt B ist nichts anderes als die Länge von A multipliziert mit der Länge von B multipliziert mit dem Cosinus des Winkels Alpha. Und eine Formel, die für uns noch interessanter ist. Wir können die beiden Seiten der Gleichung durch a Länge von a mal Länge von b teilen. Und dann die inverse Funktion von Cosinus anwenden. Dann können wir den Winkel Alpha berechnen. Dann ist Alpha nichts anderes als der Cosinus Umkehrfunktion von Skalarprodukt a und b geteilt durch die Länge von a mal die Länge von b. Mit diesem Satz bekomme ich also eine Möglichkeit, den Winkel zwischen zwei Vektoren zu berechnen. Gucken wir uns das an einem Beispiel an. Wir nehmen die Vektoren a mit den Einträgen 1, 2, 3 und einen Vektor b mit den Einträgen 4, 5 und 6. Und dann können wir den Winkel Alpha direkt berechnen. Das ist Cosinus, also die Umkehrfunktion von Cosinus von Skalarprodukt des Vektors a und b geteilt durch das Produkt der Längen von a und b. So, Cosinus hoch minus 1 von. Jetzt berechnen wir das Skalarprodukt. Das ist a mal 4, 1 mal 4 plus 2 mal 5 plus 3 mal 6. Und das teilen wir durch die Länge von a. Das ist 1 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat mal die Länge von b. 4 zum Quadrat plus 5 zum Quadrat,
plus 6 zum Quadrat. Und wenn man das in den Taschenrechner eingibt, bekommen wir 12,93 Grad.